Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Spoiler-Alarm Aether Revolt Serie vom Spielraum Wien. Mein Name ist Christoph Apostel, bei mir Patrick Patele. Servus. Und ich habe es geschafft, ohne Versprecher, diese Anflut von Wörtern zu schaffen. Jetzt wärst du dafür gefeiert, im nächsten Satz. Scheiße. Naja, auf jeden Fall reden wir heute über die roten Karten. Und wie sich's für Magic gehört, gibt es als erste Karte gleich einen Drachen. Jawohl. Den Regent des Wüsterwinkels. Ja, den Free Jam Regent. Patrick hat Techno-Version des Ganzen gestartet. Free Jam Regent. Der heißt so. Free Jam heißt freie Marmelade. Ja. Der Regent der freien Marmelade. Ja. Auf jeden Aber Fall das haben sich zumindest gesetzt, weil die Übersetzung immer scheiße ist. Das ist einfach schlecht. Kostet 6 Mana, doppelrot, 4 farblos, ein 4-4er Flyer. Den kann man auch wieder improvisieren. Und der hat eine Fire-Breathing-Ability, aber für 2 Mana, für ein rotes, ein farbloses, bekommt er +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Ja, der hat die Pappen voll mit Orangenmarmelade. Ist halt wirklich so. Ja, ja, es ist halt wieder ein 6-Mana-Drache. Wir kennen ja, die Drachen sind alle ziemlich teuer mittlerweile. Aber der ist halt auch einer, den man improvisieren kann. Das heißt, man kann ihn vielleicht auch für 2 Mana spielen. Ja. Das wäre. Wobei ich ihn trotzdem schlechter finde als den schwarzen Schlumpf. Ja, den Peinmann. Weil erstens ist der Peinmann 5-5 und die Abilities von Peinmann sind. Besser. Mir hätte. Anders. Ja, ich meine, natürlich ist +2 ist halt schon gut, weil das. Ja, ja, fliegt halt dann. Ja, ja, ist schon klar. Aber. Was mir gefallen hätte, wenn man die Ability auch improvisen könnte, dann wäre das interessant gewesen. Ja, aber es gibt gar keine improvisierte Ability. Improvisieren ist halt nur mehr fürs Sprechen des Spruches. Dann spreche ich, dass sich das nicht durchsetzen wird. Möglich. Aber dafür ist das Artwork ganz nett und es gibt eine Playmate damit. Und Marmelade im Mund. Nom 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 nom. So, ein generischer roter Name. Genau. Hungrige Flammen. Ja. Für ein rotes, 2 farblose, ein Instant. Die hungrigen Flammen fügen einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte und einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Mhm. Ist ja nicht das Schlechteste. Ja. Weil es halt einfach ein Viech abschießen kannst. Ja. Aber du musst halt ein Viech abschießen, du kannst es nicht einfach 2 ins Gesicht schießen. Genau, du brauchst ein legales Target dafür, auch eine Kreatur. Und ich habe es mehr, also es wird vielleicht gespielt werden, weil man es benötigen möchte. Aber ja, wenn man bedenkt, man hat Searing Blaze gehabt, dann hat man Searing Blood gehabt, was 3-2 gemacht hat für 2, dann zuerst 3-3 für 2, jetzt 3-2 für 2 und jetzt macht man 3-2 für 3. Ist es eigentlich schon sehr traurig, wie es mit den Burn Spells bergab geht. Ja, ja, es geht nicht nur mit den Counter Spells bergab, es geht auch mit den Burn Spells bergab. Ja. Weil ich spiele relativ oft und viel Frontier, auch mittlerweile, und man feiert einfach diesen Lightning Strike so hart. Ja, man feiert den einfach hart. Und in Standard gibt es halt gar nicht. Es gibt Shock. Ja. Kommt noch. Es gibt Harnessed Lightning, aber das ist halt auch wieder zu wenig. Aber Harnessed Lightning schießt halt auch nicht ins Gesicht. Richtig, das ist die Problematik des Ganzen. Deswegen feiern alle Leute im Frontier Searing Spear. Ja. Ja, leider nicht. Als nächstes die unbeugsame Kreativität für 3 Rote und X, eine Hexerei. Zerstöre X Artefakte und oder Kreaturen deiner Wahl. Für jede auf diese Weise zerstört bleibende Karte deckt ihr Beherrscher Karten oben von seiner Bibliothek auf, bis er ein Artefakt oder Kreaturenkarte aufdeckt und schickt jene Karte ins Exil. Diese Spieler bringen die ins Exil geschickten Karten ins Spiel und mischen dann ihre Bibliothek. Wäre halt cool, wenn man Tokens spielen würde mit Emrakul oder sowas. Ja, ist das ein Haufen? Das hat so viel. Ich habe diese Karte gelesen. Ich habe sie nochmal gelesen. Ich habe mir überlegt, was braucht man, dass diese Karte irgendwas macht? Und mir fällt nichts ein dazu. Ja, du hast doch keine Emrakul. Und Ulamog und sowas hat halt. Es triggert dich am Cast. Daher ist das alles uninteressant. Ja. Das Problem ist halt auch, dass du jetzt nicht Artefakte zerstören kannst und zum Beispiel nur Kreaturen raussuchst oder andersrum, sodass du zum Beispiel sagst, mein Deck ist voll mit Artefakten und ich suche mir eine coole Kreatur damit, oder mein Deck ist voll mit Kreaturen und ich suche mir ein cooles Artefakt. Nein, das nächste, was du aufdeckst und passt, musst nehmen. Ja. Das ist halt Urzach. Das heißt, du kannst nicht einen Typ haben, um den anderen zu suchen,
Ja, das heißt, du brauchst, wie gesagt, Token, um irgendwas damit zu machen, und das ist halt, du darfst keine Artefakte spielen oder so, oder halt eben keine Kreaturen, also du darfst halt nur genau diese eine Value-Karte spielen, die du hitten willst. Ja. Und das ist halt, jo, ich weiß nicht. Mich haut es halt überhaupt nicht vom Socken. Nein, eh nicht, eh nicht. Es ist halt sehr wie die Polymorph-Sachen. Ja, aber Aber es das ist halt. Polymorph ist halt in Modern und du hast bessere Tools und du hast ein Emrakul und du hast Grieselbrand und was weiß ich was Ja, alles. eben, das Problem, dass du halt Artefakte und Kreaturen nehmen kannst, ist ein Nachteil dadurch, dass du halt auch beides nehmen musst. Und dass du, ich kann halt weder noch spielen in meinem Deck. Bis auf das Ziel halt. Das ist halt schon bitter. Das ist ein bisschen traurig, das ist richtig. Als nächstes die genährte Verwüstung. Das sind meine Burschen, die Gremlins. Ja, das Artwork ist super cool. Die Gremlins, überall wo die Gremlins dabei sind, ist das einfach geil. Für ein rotes, ein farbloses, entschuldige, das haben sie auch voll versaut, dass nicht mehr coole Gremlins gibt. Ja. Ein rotes, ein farbloses, ein Instant. Bestimme eines, eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 4 plus 0 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Oder zwei Kreaturen deiner Wahl erhalten plus 2 plus 0 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ich meine, es ist ein generisch roter Spruch. Ich habe ihn primär deswegen eingegeben, weil du halt jetzt für zwei Mana einen Trick hast, der zwei Kreatur Trampel gibt und plus 2 plus 0. Was halt schon auch Das eine. ist ziemlich Das cool, ist ja. halt echt mühsam. Es ist in Limited super mühsam, weil immer wenn du gegen einen Spieler spielst, der halt zwei rote Mana aufmacht und dich angreift, kann halt dein Block voll in die Hosen gehen. Und zwar in jeder Hinsicht, sei es ein Jump-Block, sei es Ja. ein Trade, sei es egal was. Und du kriegst halt noch gescheit Damage Du kriegst hinterher. gescheit Damage und ist es auch im Constructed, gibt es halt genug Decks, die halt Damage durchforsten wollen, sei es das Energiedeck und so weiter. Ja. Und da ist es halt auch nicht Der schlecht. lustige, wie heißt der? Ja, der. Mir fehlt Bowman Korean, aber da ist es nicht. Der Nein. Pamela. Genau, der Pamela. Also. Ganz gestört. Ah ja, diese Frau. So, als nächstes kommt der legendäre Affe. Nein, natürlich nicht. Das ist Kari Zeph, Freibeuterin der Lüfte. Für ein rotes, ein farbloses, eine legendäre Kreatur. Mensch-Pirat. 1-3. Hat First Strike und Menace, also ist bedrohlich und Erstschlag. Immer wenn sie angreift, erzeuge einen getappten und angreifenden legendären 2-1er roten Affenkreaturenspielstein namens Ragavan. Schicke den Spielstein am Ende des Kampfes ins Exil. Ja, also wir kennen diese Ability ja von Geist of Sintraft. Ich wollte gerade sagen, Das war richtig gut. das ist aus Geistes- und Draft geworden. Ein 1-3er, der einen 2-1er bringt, nicht ein 2-2er, der einen 4-4er bringt. Ja, also ist halt lustig vom Flavor, dass der Affe dich fetzen kommt. Finde ich cool. Ja. Ich habe das schon öfter erwähnt. Ich finde ja Piraten cool und ich wäre ja dafür, dass es eine eigene Edition gibt, wo es viele Piraten gibt und sowas. Da bin ich absolut dafür. Ja. Also nicht so auf schwammig wie dieses Fluch der Karibik, sondern auf richtig harte Piraten. Harte Kerle. Genau. Und also die Kreaturen. Typ bringt halt gar nichts. Der Affe wiederum ist ziemlich eine harte Sau. Ich finde den Affen richtig geil. Ja, ich finde den Affen auch auf den Artwork auch ziemlich Der cool. Affe sollte ein Foil-Token sein. Ein Foil-Token. Das wäre richtig Ich geil. befürchte, er wird nur ein Rare-Token sein, weil die Karte auch rare ist. Ich befürchte, Aber. dass die Karte sich nicht so durchsetzen wird. Aber was man sagen muss, das ist halt auch eine Commander-Karte. Das ist halt auch eine Commander-Karte, weil du die halt Turn 2 spielst und du forst halt Commander-Damage und dafür fetzt halt nebenbei auch. Ja, aber es gibt, also ich habe schon ein Commander-Deck gesehen mit dem SRAM, mit dem Zweier-Typen, der wenigstens Karten zieht. Den finde ich, würde ich als Commander schon lieber spielen als die Tussi. Ja, aber es ist halt ein Agro-Commander. Obwohl, da gibt es Er ist Zurgu Helm-Smasher. 1-3. Wenn er 3-1 First Strike Menace wäre, würde ich sagen, Na, nice. dann wäre cool, ja? Aber Sie. 1-3, ja, sie halt, die Aber es ist Kari. halt der Affe. Es geht halt um den Affen Ja, der primär. Affe, ja, du bist auch ein Affe. Kann man den Affen eigentlich als Commander nehmen? Ich meine, das ist auch legendär. Und rot ist er. Bist auch legendär und Kann man rot. das wäre urcool, wenn du mit Nein, den Affen als Commander kommst. der Affe ist ein Token. Aber es ist legendäre Kreatur. Nein, 2-1, nein. Affe. Ich weiß nicht, was er hat. Er ist ein Affe. Okay, komm, mach eine Expertise, die ist besser. Ja, pass auf. Kari Zephs Expertise für 2 Rot, ein farbloses, eine Hexerei. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur oder ein Fahrzeug deiner Wahl. Enttappe jene bleibende Karte. Sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Du kannst eine Karte mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger aus deiner Hand wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen.
Ich korrigiere mich. Mhm. Das ist die schlechteste Expertise. Echt? Glaube ich schon. Nein, ein Threaten ist doch immer okay. Das ist ein Threaten mit Upside. Ich weiß nicht. Aber sowas spiele ich vielleicht aus dem Sideboard, aber nicht Main Deck. Ja, das macht jetzt nichts. Ich sage aber trotzdem, ist das schlechteste. No, weiß ich nicht. Also, wir haben ja die Grünen noch nicht gesehen, also können wir das noch nicht sagen. Aber. Also, gesehen haben wir es schon. Ja. Aber besprochen haben wir das noch nicht. ich finde die gar nicht schlecht, weil du kannst halt für 3 Mana. Also, im aggressiven Deck ist das halt super. Du fladerst für 3 Mana dem Gegner seinen Blocker weg, so wie immer, wie halt jeder Threaten-Effekt ist. Du kannst für 2 Mana vielleicht noch irgendeine Kreatur spielen oder halt einen Burn-Spell. und gewinnst halt. Ja, nein, glaube ich nicht. Warum nicht? Ich glaube, wenn... Warum willst du gewinnen? Na, ich will gewinnen, aber nicht mit solchen Karten. Schau, das ist halt die billigste Expertise. Ja, aber das ist halt eine Karte, die Zwergenfetzen spielen wird. Ja, eben. Du machst halt Damage. Ja. Und dann fladerst du dir halt den 4-Drop vom Gegner und killst ihn mit dem. Genau. Ist doch nice. Aber das... Lass dich doch feiern. Aber nein, das ist nicht zum Feiern. Aber im 3-Drop gibt es halt eben Depala und... was weiß ich, was für Sachen. Ja, ja. Die Unlicensed, Disintegration. Ja, die Double Strike Zwerg, den wir vorgestellt haben in Weiß. Ja, natürlich gibt es andere Sachen. Es gibt den 3-3er Haste Gremlin, wenn man das agro-rote Deck sein will. Ja. Der ist ein Bursch. Ja, aber die spiele ich halt trotzdem im Sideboard. Wenn ich im Sideboard. Midrange Deck bin, ja, aber dann lass mich halt dort, ist das trotzdem gut. Ich glaube nicht, nein. Weil also ich glaube nicht, ja, sicher ist es, was ich für 5 Mana. Effizient ist. Genau, 5 Mana macht sie und für 3 Mana und Damage durchforsten und ist doch alles, was ich in Rot will. Im aggressiven Deck. Ja, aber es gibt das, aber das aggressive Deck ist halt Rot-Weiß oder Rot-Weiß-Schwarz und hat halt. Ja, stell dir vor, du castest das, fladest ihm seine größte Kreatur und macht die zweitgrößte weg, weil du Declaration in Stones gratis spielst. Affe, Elefant. Ey, Affe haben wir vorher gehabt. Ja, der ist auch in einem Bild. Wo ist der Affe? Da? Ah, der sieht der schreit! Schau, wie der schreit, der brüllt auf und schreit. packt sein Leben. Weißt du? Gib den Affen weg. Also gib diese Karte weg. Lass den Affen da. Die nächste Karte, die Blitzläuferin. Für Doppelrot 3 farblos 1-2-2. Mensch, Krieger. Haste Double Strike. Immer wenn die Blitzläuferin angreift, erhältst du 2 Energiemarken. Dann kannst du 8 bezahlen. 8 Energiemarken bezahlen. Falls du dies tust, falls du bezahlst, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst, und es gibt nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Genau. Finde ich schlecht. Finde ich super, dass sie gemacht haben, 2 Energiemarken in Klammer, 2 Energiemarken. Bei den 8, wo man es schwer zählen kann, da schreiben wir es nicht dazu. Das wäre viel zu einfach. Das war in Kaladesh schon so. Ja, aber nein, da haben sie es nie hingeschrieben. Ja, aber ich habe gesagt, das haben wir schon geärgert. Sie überall hin, außer bei den 8, weil das kann man eh super lesen. Ja, sie schreiben es beim ersten Mal immer hin. Beim ersten Mal schreiben sie es hin und dann muss das eh schon wissen. Dass ich das Zählen nicht kann, die Scheiß. Ja, das ist. Entschuldigung. Ein bisschen komisch. Okay. Ja. Ich vergleiche diese Karte mit Aurelia the Warleader. Aurelia hat 2 weiß, 2 rot, 2 farblos gekostet. War ein 3-4 Flying Angel mit Haste und First. Hat was die First Strike gehabt? Ich weiß nicht. Ja, Flying. Flying Haste, First Strike, glaube ich, ja. Weiß ich nicht. Ich müsste jetzt lügen. Oh mein Gott, ich kenne Aurelia nicht mehr so lange ist her. Ich habe diese Karte geliebt. auf jeden Fall, die hat gesagt, ohne dass ich irgendwie 8 Energiemarken bezahlt habe, wenn sie angreift, entdarfst du alle Kreaturen und es gibt fix eine zweite Battle Phase. Ja. War auch eine Mystik. Ja. Und da sieht man, dass halt der Power Level. Obwohl es bei teilweise... Er schwankt total heftig. Es geht ja, es ist bei wir spielen so Sachen wie Siege Reno und Monastery Mentor im Rare-Slot. Ja. Und dann spielen wir Fatal Push im Ankommen-Slot und dann haben wir die Blitzläuferin Mythic Rare. Genau. Ja. So ist es halt. Es ist halt... 5 Mana ist halt schon teuer. Doppelschlag ist natürlich schon nice, ja, weil sie macht halt Potenzial 4 Damage. Aber wie gesagt, 8 Energie zahlen ist halt hart. Ja, ja, weil eben für 8 Energie kannst du halt viel bessere Sachen machen. Ja. Ja. Aber du enttappst alle Kreaturen. Das heißt, du enttappst nicht nur die angegriffen haben, du enttappst auch irgendwelche Utility-Kreaturen. Ja. Und so weiter. Jo. Aber für das aggressive Deck ist sie halt, kostet sie halt so viel Mana und für das Midrange-Deck gibt es halt viel bessere Optionen. Ja. Wobei, sie muss halt den Kampf nicht mehr überleben. Das heißt, du kannst auch Suicide und die 8 Energie zahlen und dann halt nochmal angreifen. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist nicht das, was ich machen will. Ja, die Karte finde ich cool. Das ist P
Matthias Revolution. Mhm. Für ein rotes, zwei farblose, eine Verzauberung. Immer wenn ein Nicht-Spielstein-Artefakt aus dem Spiel auf deinen Friedhof gelegt wird, bring es auf deine Hand zurück. Es sei denn, ein Gegner deiner Wahl lässt sich von Bias Revolution 3 Schadenspunkte zufügen. Mhm. Weißt du, an welche Karte die erinnert? Atreus, ja. God of the Passage. Richtig. Atreus, God of the Passage wurde nie gespielt. Richtig, aber stell dir mal das vor. Also, ich weiß nicht, ob man es will, aber ich kann mir das gut. Also, ich wäre so gierig und würde das im Affinity Sideboard spielen. Du spielst Shatterstorm, ich habe das draußen und jetzt nimm entweder eine Milliarde Schaden oder gib mir alle meine Artefakte zurück auf die Hand. Das wäre eine Idee. Für 3 Mana ist es nämlich noch immer leistbar. Du kannst es halt Turn 3 cast, Turn 1 irgendwas, Turn 2 irgendwas, hast das Board eh schon voll gerannt, Turn 3 spielst das und jetzt ist jedes Artefakt-Remove von ihm einfach schlecht. Weil es macht ihm zusätzlich 3 Damage richtig. Oder du refillst dich halt. Also für Modern Affinity ist das also ziemlich cool. Es ist halt, ich weiß nicht, ob man den Slot hat, weil man hat das Affinity Sideboard ist halt überhaupt seine Baustelle mit 15 oder 13 verschiedenen Karten. Richtig, und alle in anderen Farben. Ja, aber das finde ich halt eine Karte, die halt eine Antwort ist auf alles, auf jeden Hate. Und das finde ich halt schon nice. Als Verzauberung. Mhm. Ja. Also dafür finde ich sie cool. In Standard ist sie halt weniger cool. Natürlich, das Problem ist, Tokens machen sie nicht, weil es halt nicht Spielstein-Artefakte sind. Sonst, ich meine, was willst du denn opfern? Ja? Oder was stirbt denn so, was genug Value macht? Das ist Zwerge. Ja, aber es gibt keine Artefakt-Zwerge. Achso, das sind keine Artefakte. Und das geht's halt, ja. Es gibt halt diese Utensilien, aber. Die sind halt, für das spiele ich das nicht. Genau, für das spiele ich das nicht. Es gibt auch nicht, also vielleicht gibt es das und ich weiß es nicht, aber irgendein Sack-Outlet, wo ich Artefakte massig rein. Oh, es gibt, kommen noch zu einem Sack-Outlet, wo ich Artefakte massig rein opfern möchte. Vielleicht dafür, ja. Weil man kann sowas wie Affinity Oldschool spielen. Ja, aber mir gefällt einfach prinzipiell die Idee mit Modern Affinity ganz gut. Ja. Nächste Karte, der Flinkschmied-Rebell. Für ein rotes, 3 farblose, ein Handwerker-Mensch. Ein Mensch-Handwerker hat Stats von 3-2. Mhm. Wenn er ins Spiel kommt, erhält ein Artefakt deiner Wahl, das du kontrollierst. Du kannst es tappen und dieses Artefakt fügt einer Kreatur, einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu, solange du den Flinkschmied-Rebellen kontrollierst. Das ist eben so wie die Dame in Blau. Genau, ist dasselbe. Die den Card-Draw gibt. Hat auch dieselben Stats, oder? Nein, der war 2-3, die Dame in Blau. Die Dame war 2-3. Und der ist halt jetzt 3-2, kosten beide 4 Mana. Er ist aber cool, weil er bei der Artefakte eben auch auf den Spieler schießen kann. Genau, das ist natürlich ein Vorteil. Sie machen beide Card-Advantage in gewisser Form. Die eine lässt halt effektiv Karten ziehen, die andere schießt hoffentlich eine Kreatur ab oder macht halt vielleicht Damage vom Spieler. Der hat halt den Vorteil, dass er gegen das Removal-schwache Deck mehr eine Glock ist. Das ist absolut richtig, ja. Die blaue ist halt, lass dich halt über Card Advantage hoffentlich irgendwann gewinnen. Das ist aber definitiv eine Glock, weil wenn du 3 für 3 Damage angreifst und 2 Damage schießt pro Turn, sind es halt 5 Schaden, das sind halt auch nur 4 Züge. Ja, das ist schon okay. Also interessantes Design. Das Deck kann man nicht vorstellen, wo das reinkommt. Naja, es ist halt schon auch, es kostet halt auch 4 Mana natürlich und ist halt nur eine 3-2. Das ist halt immer so eine Sache, ja. Aber es ist eine Option, ja, und sicher keine furchtbare. Nein. Das als nächstes ein guter Gremlin. Mhm. Der gefräßige Eindringling, für ein rotes, ein farbloses, ein 1-2er Gremlin. Opfer ein Artefakt, der gefräßige Eindringling erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Also wenn du das Setup hast mit dem und mit dem Enchantment und mit noch mehreren Artefakten, dann ist das ziemlich cool. Ein funktioneller Reprint von Atok. Atok, wer ihn kennt, passt auch. Alles ident, nur der Name ist halt Atok. Sonst ist die Karte ident. Ja. Und andere. Nein, ist auch 1, 2. Ist auch rot. Atok ist auch rot, kostet auch 1-2, also kostet auch 2 Mana, ist auch 1-2, macht genau dasselbe. Mhm. Hat es in Mirrodin gegeben, hat es davor schon mal gegeben. Und war halt vor Arkborn Ravenger. Weil der kam erst eine Station später, das Sack-Outlet. Ja. Und das kannst du natürlich jetzt schon spielen. Du kannst diese ganzen Utensilien spielen, du kannst Atok spielen, du kannst die Piers Revolution spielen und sagen, nom, Angriff mit fetten Atok. Ist nein, okay für dich. Mit gefräßiger Eindringung oder was auch immer. Und kriege ich die alle wieder, darf ich es nochmal machen oder nimmst viele Schaden? Wie hättest du das denn gern? Hm. Ja, und ich ziehe nebenbei Karten. Das ist vielleicht ein Setup, was man sogar machen kann. Das hört sich interessant an, ja. Ja, er ist halt dasselbe, was Atok das Problem hatte, hat natürlich auch er. Er ist halt, hat halt keine Evasion und er ist halt, wenn er nichts frisst, ein 1-2er. Und sogar wenn er was frisst, ist es jetzt so, dass er durch Fatal Push halt, oder Fatal Push, Fatal Push,
sehr schnell stirbt. Ja gut, es sterben alle derzeit sehr schnell. Ja. Eben, weil es fatal ist. Ja. Ist so wie Eldrazi Displacer. Fatal Push. Ich jetzt hättest du das Outtake wieder nicht anschauen dürfen. Jetzt kommst du wieder auf blöde Ideen. Lass die Gremlins los. Eine geile Karte. Lass die Gremlins los ist so eine richtig geile Karte. Ein rotes Doppel-X, eine Hexerei. Zerstöre X-Artefakte deiner Wahl. Erzeuge X-2-2er rote Gremlin-Kreaturen-Spielsteine. Das ist aber das der Gauche. Diese Gremlins sind die geilsten Motherfucker, die es gibt in der Edition. Das ist so gut, wirklich. So gut. Wirklich, wenn einer von euch ein Gremlin-Deck beim FNM spielt und damit gewinnt, ja, ich überlege mir was. Ihr habt was verdient, wirklich. Es muss nur irgendwer das bestätigen können, ja? Irgendwer, den ich kenne natürlich auch. Ich überlege mir etwas ganz, ganz Spezielles für jemanden, der mit einem Gremlin-Deck das FNM rollt. Challenge accepted. Weil gefräßige Eindringlinge sind Gremlin, ich mache einfach das Ad-Hoc-Deck, müsst ich aber schön anschauen. Ja, wurscht, kriegst du was. Ja. Aber es darf halt nicht nur ein Gremlin drin sein, es sollten halt schon mehrere Gremlins. Nein, ich gewinne mit Gremlins. Ja, okay. Gremlins for the win. Lass ich zu. Ja, ist halt rotes Artefakt Removal. Ja. Für 3 Mana ein 2-2er und etwas zerstören ist eigentlich voll okay. Ja, ist okay. Es ist halt jetzt nicht, dadurch, dass es halt Doppel-X kostet, ist es halt schon, ja, teuer und Anführungszeichen. Aber für 5 Mana zwei Sachen zerstören und 2-2 kriegen ist noch immer. Es ist von der Relation halt fair. Es ist voll okay. Also ja, für 3 Mana ein 2-2er bekommen. Ein 2-2er kostet eineinhalb, sagen wir jetzt, eineinhalb Mana. Ja. Ein Removal kostet auch 2 Mana. Ja. Mittlerweile. Ja. Sind 3,5 Mana, habe ich mir ein halbes Mana erspart, ist schon okay. Und natürlich, je mehr ich zerstöre, desto besser wird ja, das wobei Ganze. Wobei man muss ja eigentlich sagen, ein normaler 2-2er kostet 2 Mana. Ja, Punkt. Dann ist es voll okay. Und ein Removal kostet auch 2 Mana, dann werden das 4 genau. Mana, habe ich 1 Mana gespart. Richtig. Also und dafür ja, hast alle hast und du hast eine Karte gespart, was man auch dazu sagen muss. Absolut, ja. Also lass die Gremlins los. Super. Geil. Das wir haben es zwar kurz erwähnt, aber ich wollte es auch nochmal vorführen. Das ist jetzt ein Schock, ja. Ich habe nicht auf dich, da hinten ist die Karte, zuck nicht weg. Ein Schock ist das. Nein, ich weiß nicht, ich habe mich auch geschockt. Jetzt ich glaube, ich auf jeden Fall eine. Schock Reprint. Ja. Wieder einmal. Und in diesem Metagame ist er wirklich relevant. Ja, weil es halt, wie wir vorhin gesagt haben, das sind alle 3 vorne, die Zwerge, aber die haben alle 1-2 noch hinten. Ja, genau. Die fallen alle um, wenn sie geschockt werden. Ja, sind kleine Leute. Also Schock. Für jeden, der es nicht kennt, ein rotes Mana, ein Instant. Schock fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Mhm. Und das Traurige ist, das ist der beste Burn-Spell derzeit. Ja, sicher. Der schießt nämlich viele Kreaturen weg und er schießt ins Gesicht. Ja. Und das als Instant eben. Ja. Urnice. Ja. Schock und halt. Und das Gute ist halt, wir haben auch rot-weiße und rot-blaue Fastlands. Mhm. Das heißt, man kann Turn 1 schocken. Man kann Turn 1 schocken. Mhm. Auch on the draw. Ja. Das ist wichtig. Ja, also ist halt kein Lightning Strike. Ja, und es ist vor allem noch kein Lightning Bolt, aber nein, es ist aber ein das, Schock. Dass wir Lightning nicht Bolts so gehabt haben, ist letzte. Schon sehr lange her. Die letzte Karte in Rot, eine sehr interessante Karte. Die Belagerungsmodifikation für Doppelrot, ein farbloses, eine Verzauberung, eine Aura. Verzaubert eine Kreatur oder ein Fahrzeug. Solange die verzauberte bleibende Karte auf ein Fahrzeug ist, ist sie zusätzlich zu ihren anderen Typen eine Kreatur. Mhm. Die verzauberte Kreatur erhält +3/+0 und hat Erstschlag. Ja. Was ist das beste Fahrzeug, das man damit targeten kann? Das für einen Mana, das 7-11er, genau. Das Crew 6 hat. Genau. Deswegen ist die Karte drin. Ich wollte es nicht komplett vorwegnehmen, aber du bist ja schamlos und hemmungslos. Na absolut, weil wenn die Karte, weil ansonsten denkt sich jeder, was willst du denn damit? Ja, hätte ich jetzt ein bisschen Spannung aufgebaut, gesagt, das erzählen wir uns in den Artefakt, da gibt es nämlich eine coole Möglichkeit und so. Bam, so schaut's aus, friss und stirbt. Ja, es muss, na, aber das ist doch die Karte, oder? Ja, natürlich ist das die Karte. Weil für anders brauche ich jetzt nicht spielen. Und Start Your Engines. Mhm. Ist ja. Halt auch ja. Gut ja. In dem Zusammenhang. Aber ja, natürlich. Die Möglichkeit, mit deinen Fahrzeugen anzugreifen, ohne dass du sie crewen musst, ist halt super. Ja. Im Endeffekt zahlst du auch eine Karte dafür. Aber die zahlst du einmal halt. Zahlst einmal und sie gibt halt +3 und First Strike. Was halt echt nicht schlecht ist. Ja. Sogar wenn halt dein Schiff dann für 7 angreift. Ja, auf Sky Sovereign legen ist auch ja, eine gut. Sehr gute Möglichkeit. Ja, ich habe jetzt ein Hard of Ach so, das gedacht, aber ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, für der 7-11er ist halt ridiculous. Ja, natürlich. Und obwohl der ist auch so ridiculous, weil du spielst das Turn 1, du spielst Turn 2 und Zwerg und Turn 3 und Zwerg und hast Turn 3 auch noch immer einen 7-11er. Ja, ja. Aber mit dem ist halt
ganz gestört, weil der 7-11er, wenn du nicht das Removal hast, der fetzt dich halt in zwei Turns und bist halt Geschichte, ja. Weg vom Fenster einfach. Ja. Weg vom Fenster. Ja. Doch nein, schön. Ja. So soll das sein. Sterben ist angesagt. Das mit einer weiteren Weisheit von Patrick Portele beenden wir diesen Spoiler, diese Episode von Spoiler Alarm. Euch danke fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns mit den grünen Karten. Ihr könnt wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Und uns natürlich im Shop antreffen. Patrick, danke für deine Weisheiten. Gerne immer für dich da. Ciao, wa? Tschüss. Deshalb, und ich stehe auf dir.